Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Vlog, Daily Vlog wohl bemerkt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gehen wir raus. Deswegen habe ich eine Mieze auf. Genau. So, und zwar ist es draußen schön, sonnig und so, aber trotzdem kalt. Und damit ich nicht krank werde, habe ich Mütze auf. So. So. Genau. Wir müssen draußen was am Tag machen, aber dazu gleich mehr. Und vielleicht vorab, die letzten paar Tage ist so ein bisschen mit den Daily Vlogs so ein bisschen blöd gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich zugeben, war nicht sonderlich regelmäßig, gelaufen. Ja, lag vielleicht ein bisschen daran auch, irgendwie, ich habe so eine Down-Phase wieder, so keine Ahnung, so irgendwie, ich weiß nicht, kennt man ja, dass man manchmal so irgendwie so null Bock hat. Und ja, dann ist natürlich der Opa gestorben von Xialin. Das war natürlich für mich auch nicht so schön. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie so, weiß nicht. Aber wir holen das alles nach. Deswegen machen wir heute ein Vlog und vielleicht dann noch ein Vlog. So, dass wir zwei machen, damit wir wieder aufholen. Dass wir am Ende des Jahres dann 365 Vlogs zusammen haben. So, genau. Ja, ich würde sagen... So, meine lieben Freunde, es ist schön sonnig, ja. Und wenn man jetzt hier reinguckt, ja, da sieht man, dass etwas Wasser fehlt. Wollen wir mal sportlich sein? Ich bin nicht. Blitzplatz. So. Und zwar war gestern noch, also ich hab's inzwischen weg, sonst wäre jetzt wahrscheinlich leer. Und zwar war hier, da habe ich ja so einen Zaun, damit die Landschildkröten nicht in den Wasserschildkrötenbecken reinkommen, war hier, hier an der Stelle so ganz viel Schlamm gewesen mit Gras und so. Und das hat er so ein bisschen verstopft und dann ist das hier hinten runtergelaufen und da ist keine Folie und deswegen ist das Wasser weg gewesen, also verschwunden. Ja, genau. Das heißt, wir müssen eigentlich einfach nur wieder ein bisschen Wasser auffüllen. Oh, dazu brauchen wir einen Schlauch. Dieser Schlauch, nicht der weiße, sondern der rote. Der wunderschöne rote Schlauch. Wurde schon lange nicht mehr benutzt. Der ist auch ein bisschen verformt. Verformt ist gut. Er hat eine Form bekommen. So, den schließen wir jetzt mal oben an. Leider haben wir unten keinen Wasseranschluss, das ist ein bisschen blöd. Aber der Schlauch reicht gerade so. Und das ist das Wichtigste. Das Ding hier ist voll cool. Wisst ihr wieso? Also das ist jetzt eigentlich so ein ganz normaler Wasserhahnanschluss hier, ja. Also ganz normal. Und den da, den kann man hier so draufstecken. Gibt es im Baumarkt zu kaufen. Und dann kann man das hier so verriegeln, damit es nicht mehr abgeht. Und dann passt da. Ein total herkömmlicher Schlauch drin. So, voilà. Und dann wollen wir was auffüllen. Yippie! Das ist so cool. Wassermarsch! Jo, das passt wieder. Sehr schön. Endlich wieder voll. So muss das sein. Genau, jetzt können die sich da wieder drin schön wohlfühlen. Das Lustige ist auch, dass gleich die Fische nach oben gekommen sind. Da hinten sieht man sie jetzt auch. Die wandern die ganze Zeit da vorne und haben sich gesonnt. Kann man sich kaum vorstellen, aber Fische sonnen sich auch. Klar, die mögen auch Wärme, so wie wir Menschen oder alle anderen Tiere auch. Und ja, genau, haben sie gleich ausgenutzt. So, jetzt ist das wieder voll. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ja, ich würde sagen, gehen mal rein. So, das war es auch schon. Genau, auch für heute Schluss. Erstmal. Ich muss jetzt dann gleich noch ein bisschen was erledigen für YouTube und dann muss ich arbeiten gehen. Scheiße. Aber heute ist nicht so viel, Gott sei Dank. Kein Samstag, kein Sonntag arbeiten. Das ist gut. Einfach nur heute ein bisschen, eine Stunde, zwei Stunden und dann bin ich fertig. Ja, und dann mal gucken, heute Abend vielleicht Streaming. Das wird zumindest schön. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen wieder einschalten. Morgen werde ich euch so mal so ein bisschen zeigen, was ich so in mich reinstopfe. Also sprich, ich habe da was Kleines, Leckeres, was mir Xilin vor kurzem gezeigt hat, was echt voll geil ist. Das muss ich euch unbedingt mal zeigen. Und etwas anderes, wovon ich sehr überrascht bin, dass es so gut schmeckt. Ja,
Genau, das kommt morgen. Lasst euch überraschen. Bis dann. Ciao, ciao.